Wobei schwarze Schokolade ist manchmal auch nice. Und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, jetzt sind wir ja nach langer Zeit endlich mal wieder da. Das sind schon viel. What the fuck ist das denn da? Das letzte Mal aufgenommen habe ich vor über 4 Wochen zusammen mit Zander, also einige Folgen. Und danach musste ich dann erstmal die Welt hier wieder da vom Nitralo-Server runterholen und dann hier hin und darum. Da verliert man immer die Items, aber die hatten wir ja davor in die Kiste hier getan. Hoffe ich zumindest, dass ich wieder alles reingetan habe. Ich glaube schon, doch. Doch, darauf habe ich jetzt schon geachtet. Also, das sollte ja eigentlich schon der Fall sein, während ich immer mal den Browser beende, um ein paar mehr FPS zu haben. Und dann nehme ich mir mal ein paar Werkzeuge aus und natürlich Zanders sexy Iron Leggings. Und was ich dabei nochmal ganz kurz sagen wollte, bitte, schickt mir keine Freundschaftsanfragen bei Facebook. Denn die lehne ich eh ab. Also bitte versucht das gar nicht. Ja, sie müssen ja nur immer, ich sehe immer neue Freundschaftsanfrage und ich klicke, kenne ich den? Nein, kenne ich nicht, nein. Nächster, nein, kenne ich nicht. Immer alles wegklicken und das dauert. Und da habe ich mal nicht so viel Lust drauf. Und wieso nehme ich hier kein Werkzeug raus? Ich würde mal sagen, eine Schaufel, einmal eine volle Ausrüstung. Ne? Ihr könnt bei Facebook ja gerne mir da auf Abonnieren klicken. Ja, dann bekommt ihr alle öffentlichen Einträge von mir mit. Ja? Ich verlinke das Profil auch mal ganz oben jetzt hier in der Beschreibung. Dann seht ihr das auch. Könnt ihr da auch gerne auf Abonnieren klicken. Aber keine Freundschaftsanfrage. Danke, Anke. Bitte, Brigitte. Wow. So, hätten wir das geklärt. Dann können wir uns erstmal fragen, warum das da weggekokelt ist. Ist das Feuer so... Ist das direkt über dem Feuer? Nee. Hä? Das ist gar nicht über dem Feuer. Ach so, das war wahrscheinlich noch Wolle. Aber dass das Feuer die Wolle wegbrät... Ich meine, das ist ja... Das ist schon ein bisschen krass. Krasser Shit ist das eigentlich jetzt schon. Naja, ich habe mein EP-Level da auch auf 12 gemacht. Das war ja 6, bevor ich mit Zanders gemacht habe oder so, ich weiß nicht. Und danach habe ich nochmal ungefähr 6 dazu bekommen oder nochmal 8 oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt 12, ich hoffe, es ist in Ordnung, oder? Ist das in Ordnung? Könnt ihr das verkraften? Könnt ihr das verkraften oder müsst ihr erst was anderes craften, um das zu verkraften? Ich setze auf jeden Fall meinen Hut auf, fühle ich mich, wow. Nicht das Mikro umwerfen, Dana. Vorsicht. ist übrigens ein neues Mikro, aber... habt ihr vielleicht schon bei Be Reels gesehen? Für alle, die fragen, steht auch im FAQ und alles, aber bevor es hier in den Kommentaren steht, was eh schon längst da steht, Rode NTG2, während ich hier wieder rankomme. Ich muss hier mal ein bisschen weiter weg. Oh. Gut, mir wurde nämlich in den Kommentaren geschrieben zu dem Kamin hier, dass dann man da eigentlich ein paar Half-Steps rauf tun sollte. Das finde ich eigentlich ganz schick. Frage ist jetzt eigentlich nur, welche Half-Steps. Sand wurde auch, glaube ich, gesagt. Mir wurde, glaube ich, eh gesagt, ich sollte Sand-Half-Steps verwenden mal. Oder Sand-Stone-Sachen halt. Und das ist eigentlich auch ziemlich schick. Da habe ich allerdings nur 2 Sandstone. Ich glaube, ich habe auch sonst keinen Sand. Also nehme ich mal einfach mal 3 hiervon. Reicht es? Reicht es? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, ob das jetzt... What the fuck? Achso, ich brauche 4. Fail! Ein mehr noch und dann sollten wir doch... Wieso habe ich jetzt den kompletten Sand hier drin? Ich meine, warum? Ach geil, ein Sandstone. Ja gut, dann brauche ich nochmal hier. 8 Stück, nein, nicht 4, nur 2. Das reicht dann auch. Ja, ich bin aus der Übung, Entschuldigung. So, der Sand kann wieder zurück. Ich glaube, der war in der Kiste hier. Ja. Ich hätte auch eigentlich nur 1 Sandstone machen müssen, weil ich hier schon 2 habe. Meine Güte! Ach, Dana, du bist so verplant. Ach ja. 6 Sandstone Slabs. Das sollte jetzt eigentlich schon reichen, oder? Wo tue ich denn den jetzt so hin, so? Vielleicht da, es ist mir, glaube ich, zu niedrig. Ich würde mal sagen, da so. Ist das wirklich so passend? Ich weiß nicht. Vielleicht nochmal ein nach außen noch so. Und da auch noch was hin. Aber das sieht jetzt eigentlich schon... Doch, also ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss da oben wieder Wolle hin. Haben wir überhaupt Wolle? Und ich finde, das ist schick geworden hier, ne? Natürlich muss erst nochmal Zanders Bett abreißen. Bam! Wieso pennt er nicht auf der Couch, sondern ein Bett neben der Couch? Mann, Zander, ey. Unflexibel. Geht gar nicht. Was wollte ich jetzt machen? Nachher Wolle wollte ich mir holen.
Wieso habe ich jetzt gerade das Falsche weggetan? I don't know, I don't care. Iron Axe nehme ich auch nochmal rein und Spitzhacke nehme ich mir rein. Aber ein Schwert habe ich. Ich nehme überhaupt hier mal ein bisschen was Wichtiges so wieder rein. Schwert so und so. So. Denn, Jill Sander sagen wollte, ist, dass der, habt ihr gesagt, oh, Sander soll wiederkommen. Das hier ist und bleibt ein Singleplayer-Let's Play, aber ich werde natürlich weiter mit Sander was machen, ne? Wir wollten ja auch schon vor Ewigkeit mal wieder eine Adventure-Map machen und so weiter. Das kommt alles, wobei Sander jetzt erstmal im Urlaub ist. Jetzt zur Zeitpunkt der Aufnahme und Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos, was derselbe Tag ist, 11.07. Aber an dem ist Zander, ist glaube ich gestern oder so im Urlaub gefahren oder so, oder hat da sein Informationsvideo gemacht, dass er im Urlaub fährt für 3 Wochen in Skandinavien. Ist der Fisch, er versucht dort ein paar Artgenossen zu treffen, also vielleicht findet er ein paar Lachs, ein bisschen Lachs und so, vielleicht auch ein paar andere Zander, und aber dann kommt er irgendwann wieder und dann nehmen wir auf jeden Fall was auf und in der Zeit muss ich ohne ihn auskommen. Aber ich lade mir vielleicht auch nochmal, während ich hier wieder mein Mikro umstopse. Ich habe irgendwie immer den Reflex, das Mikro umzustopfen. Also wenn ich das Mikro so vor mich mache, dann gehe ich immer so ganz nah ran, so, und dann klingt die Stimme auch so, Obwohl ich das eigentlich so, dann muss ich mich auch immer so runterbeugen. Und währenddessen baue ich mir hier weiter, was ich eigentlich bauen wollte. Da muss ich mich auch immer dann sogar noch so komisch runterbeugen ans Mikro ran. Also eigentlich sitze ich eigentlich anders. Was erzähle ich hier eigentlich? Aber ist irgendwie der Reflex bei mir, dass ich mich immer runter zum Mikro beuge und immer so ganz nah rangehe. Und dann wieder das Mikro anstupse und dann fliegt das wieder runter. Dann hört ihr wahrscheinlich irgendwelche Geräusche. Ich weiß das nicht so genau, ob ihr da überhaupt was hört. Vielleicht auch nicht. Ist ja, wow, 14 Diamanten. Nicer Scheiß. Das ist jetzt echt mal schön. So, und boah, ist echt viel. Ist ja geil. Geil. Haben wir so viele gefunden. Und 2 Diamantspitzhacken, 2 das. Haben wir auch Obsidian, dass ich mir mal so ein Enchanting-Teil bauen kann. Haben wir das schon? Da. Da ist das. 2 Stück brauchen wir, glaube ich, nur. Und 1 Diamanten, glaube ich. Oder? Bin ich da richtig informiert? Ich weiß es scheiße, ich weiß gerade gar nicht, wie das überhaupt geht. Und da hinten ist die epische Weg in den Nether, der irgendwie nicht so episch ist, aber da ist der Weg in den Nether. Auf jeden Fall da hinten und dahinter zum Stronghold. Junge, ist überhaupt so geil. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, welcher Let's Player hat bitte schon mal einen Stronghold gefunden, ja? Ohne eine Enderperle hochzuwerfen und dem zu folgen, sondern einfach so, ja? Wer? Ich hätte gerne, nennen wir einen Namen. Ja, das war schon Glück, muss ich sagen. Hä? What the fuck? Wieso ist das alles abgebrannt? Jetzt müsst ihr mir bitte erzählen. Ich mache das noch einmal hier voll. Erzählt mir, warum bricht das ab? Oder ist da irgendwie ein Enderman-Camper oben auf dem Haus drauf, der es die ganze Zeit wieder abbaut? Ne. Wieso brennt denn das ab? What the fuck? Naja, im Zweifel mache ich da halt noch mehr von diesen Steinen hin, aber trotzdem. Trotzdem! Und was der Zander auch geschafft hat, hier einen Creeper zu explodieren zu lassen, da. Meine Fresse. Wie blöd kann man sein, Junge? Geht doch nicht. Komm, kann doch nicht sein. Haben wir noch Erde? Da, ein bisschen Erde. Kann ich das nochmal ein bisschen auffüllen? Und wir müssen uns ja eh ein bisschen Gedanken so machen, wie wir denn jetzt hier endlich mal einen ordentlichen Kistenraum und Raum für something like an Ofen machen. Weil das hier ist ja eigentlich jetzt hier so Wohnzimmer. Und da haben jetzt ja Kisten nicht allzu viel verloren. Und ich würde mal sagen, hier geht's ja, habe ich auch schon Zander so versucht zu erklären, mir auch irgendwie gescheitert. Weiß ich, ob das an meiner mangelnden Kraft obliegt, Vorstellungen in meinen Kopf zu, visuelle Vorstellungen zu verbalisieren. Dena, das sind ja voll kluge Wörter, ey. Naja, aber ich wollte auf jeden Fall hier so ein, hier praktisch so ein Foyer, und dann muss es eigentlich vom Foyer aus ja so ein Raum abgehen, wo der Lagerraum ist. Und ich würde sagen, den mache ich hier, weil hier habe ich ja auch eh diese Wand hier, die ja so ein bisschen hässlich-mässlich ist. Das heißt, hier kommt so ein Vorratsraum hin, der braucht keine Fenster. Der geht einfach so hin. Aber bevor ich das mache, möchte ich einmal schlafen. Ja? Da lege ich mich eiskalt schlafen. Wir können sagen, was wir wollen. Da sage ich, gute Nacht. Und in der Zeit mache ich die Musik ein bisschen lauter. Ach ja, und ich habe noch in meinem Inventar etwas, um diesen
um das Teil da zu bauen, aber ich weiß gerade nicht, wie das geht. Wie geht denn das? Wie geht denn das jetzt nochmal? Wie kann ich diesen Enchanting-Teil... Hätten wir jetzt schon Minecraft 1.3, was ja erst am 1. August oder so erscheint, dann wüsste ich jetzt, Leute, nee, oder? Ich glaube, sind da Crafting-Rezepte? Nee, ich glaube nicht. Das muss ich hier so raten. Wie das geht. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich muss das erst nachgucken. I gotta search for it. Aber das mache ich später. Later on werde ich das machen. Jetzt erstmal... Da. How could that happen? Schreibt's mir in die Kommentare. Wie konnte das passieren? Echt? Das geht doch nicht. Wie konnte das passieren? Verstehe ich nicht. Naja. Aber dann gehen wir hier halt weiter und kümmern uns erstmal um Dinge wie den Bau eines Vorratsraumes, den ich ja hier so anschließen möchte. Und ich würde mal sagen, das machen wir auch aus dem Holz. Das macht irgendwie keinen Sinn, jetzt ein anderes Holz zu verwenden. Nee, da brauchen wir dasselbe. Und zwar das schöne, gemäßigte, helle Buchenholz. Einfach Wooden Planks in weiß. Weiße Schokolade ist eh meine Lieblingsschokolade. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Wobei schwarze Schokolade ist manchmal auch nice. Kommt drauf an, was man davor gegessen oder getrunken hat. Aber so schwarze Schokolade, ja. Oh, obergeil, obergeil. Oh, normal. Das ist schon geil. Und ich muss ungefähr... Ich würde sagen, ich ziehe eine zweite Mauer rein. Ne? Hier so hin. Oder? Oder? Oder ich stoße wieder das Mikro in meinem Mund an. Boah, Junge, wie das hast du, wenn ich hier keine Ahnung habe, wie ich was bauen soll. Wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Scheiße. Boah, ey. Ich baue hier so ein bisschen nach, aber weiter als das hier. Ich könnte das schon so als kleine Ausbuchtung nehmen, oder? Ne, wir machen so einen Mini-Lagerraum, das reicht mir. Und den stopfen wir einfach so, komm. Ich dachte kurz, ich wurde von irgendwas gestoßen. Ich dachte schon, Creeper, der mich gleich bam macht. Aber nein, keine Sorge, Dena. Keine Sorge. Alles wird gut. Alles ist gut. Und dann mache ich das auch komplett aus dem Stein. Und dafür muss ich ordentlich Cobblestone schmelzen. Oh Mann, komme ich hier nicht voran. Ist das ja peinlich, ey. Irgendwo habe ich doch eine Steinkiste. Bin ich relativ überzeugt von. Stonebricks. Aber ach, die ganzen Stronghold-Teile. Aber haben wir auch normale? Die sehen alle ein bisschen kaputt aus. Ein bisschen bricked. Aber der ist normal, ne? Der ist normal. Nice. Dann kann ich den nämlich verwenden, um das hier zu bauen. Oh Mann, ey. Na, muss ich das hier wieder wegholzen? Aber dann holzen wir das weg, ja? Weißt du, wenn ich sage, dann holzen wir das weg, dann nehme ich auch die Spitzhacke und dann baue ich das auch einfach ab. Ganz egal, ob das Zeit kostet, wird das gemacht. Was muss, das muss. Und jetzt machen wir komplett inspirationslos, ziehen wir einfach die Mauer hoch, komm. Das ist ihm jetzt alles egal. Das kommt ja einfach ein Vorratsraum hin. Und dann ist dann egal, wie der ausschaut. Von außen muss die Mauer eh noch von außen irgendwie gestalten, mehr so. Im Moment sieht das alles ein bisschen naja, aus, ne? So ein bisschen so, naja, ich weiß nicht so, ne? Aber das regeln wir noch alles, aber so ein Vorratsraum, doch, der wird genauso hoch. Dann machen wir Dena hat eine Idee, oho, das ist ja oberfein. Ich weiß ja gar nicht, was für eine Idee ich habe, aber ich habe eine. So, und das hier ist, das fackelt ab. Ich kann machen, was ich will. Dann mache ich halt jetzt sowas hin. Sieht irgendwie unschön aus, also mache ich den hier auch noch weg. Nein, fuck you. Piep, aber so. Dena, du hast eine Wolle verschwendet. Halt. Mauer, Junge. So. Dum, dum, dum. Alles ist beschaulich. Alles ist ruhig. Alles ist cool. Cool, cool. Und dann bauen wir das hier einfach. Ja, ich mach das jetzt hier eiskalt. Eiskalt kann mir niemand was sagen. Es sieht hässlich aus, Dena. Es sieht hässlich aus. Ja, ich weiß, aber. Was muss, das muss. Da wird so gebaut. Das war die richtige Kiste. Warum kann hier nicht stehen Gebrickte oder Mozzie oder so, sondern ich muss jetzt so überlegen. Mozzie steht da, ne? Aber Brickte steht da nicht. Muss ich mal gucken, aber es sieht mir Bricked aus. Die sehen mir... Ah, sind die Bricked? Das werden wir gleich rausfinden. Ja, die sind Bricked. Ah, ne, die sind sogar Mozzie. Die sind sogar Mozzie. Steht da gar nicht, dass es Mozzie ist. Dann war es wahrscheinlich Mozzie Cobblestone oder so. Ja. Boah. Haben wir dann... Sind das hier? Komm. Ah, das sind die richtigen. Das sind die richtigen. So muss es aussehen. Und jetzt komme ich nicht mehr aufs Dach. Sehr schön. Das mag ich ja, wenn ich nicht mehr aufs Dach komme.
Ist ja wow, ist ja toll, ist das. So. Ist aber echt schon trostlos. Trostlose Sache. Und wie weit mache ich den denn jetzt? Ich würde mal sagen, da reicht ja so eine Tür als Eingang. Aber die muss schon ein bisschen entfernt von der hier sein. Würde mal sagen, pipapo, mache ich auch nicht den Eingang direkt hier so hin, sondern mache erst aus diesem Holz hier praktisch hier noch so eine Wand. So.